Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren spannenden Wuselbild-Abenteuer, und zwar Enigmatis. In der letzten Folge haben wir uns in dieses fantastische Abenteuer gestürzt und sind stehen geblieben bei diesem ebenso fantastischen Bildschirm und schauen uns natürlich jetzt akribisch um, weg von diesem sehr suspekten Strommast. Die Kette ist nicht sehr dick, mit dem richtigen Werkzeug. Na, sprechen wir die Straftat bloß nicht aus, die wir begehen wollen. Ein mächtiger Windstoß muss die Tasche dort hinaufgetragen haben. Mhm. Oh Gott, dieses Auge ist das Erste, was mir auffiel. Huch. Nein, das funktioniert nicht. Keine gute Idee. Entschuldige bitte. Wenn dir ein Rätsel Probleme bereitet, kannst du es überspringen. Du musst jedoch eine Weile warten, bis diese Option verfügbar ist. Ich will das gar nicht überspringen. Gott, sind die gruselig. Ich muss mich erst um das Relief unten... Ah, okay. Aha, jetzt verstehe ich. Ist das nicht nur so ein bisschen ausprobieren? Aha, so? Vielleicht? Du könntest... Hierhin? Hierhin? Das sieht nicht richtig aus. Das sieht richtig aus. Ich glaube, das war das richtig. Reines Ausprobieren. Ich glaube, das kommt hier unten hin und das kommt hier hin, genau. Wer hat denn so einen schicken Goldkragen? Hast du? Ich glaube, das war sogar richtig. Das kommt hier hin. Das ist richtig. So? Sehr schön. Ja, das heißt, uns fehlt quasi noch ein Kopf. Behaupte ich? Okay, fehlt uns noch ein Kopf. Hilf mir! Oh Gott, was ist hier nur passiert? Jemand ist in Gefahr. Hat die Vermisste die Notiz geschrieben? Ich weiß es nicht. Zum Hügel? Zum Hügel? Hier ist das Relief, das ist das Auto. Gehen wir weiter. Nanu? Wichtige Ereignisse sowie deine Feststellung werden ebenfalls im Notizbuch festgehalten. Ja, ich will nicht auf das Notizbuch gehen. Da ist gerade irgendwas vorbeigelaufen, außer den suspekten Menschen in den Kutten. Im Notizbuch kannst du außerdem deine Ziele einsehen. Aufgaben. Mein Zimmer. Geh in dein Zimmer, um mehr über den Fall zu erfahren. Ja, mein aktives Ziel. Sehr gut. Überschrift. Du kannst außerdem eine Karte der Orte sehen, die du in Maple Creek besucht hast. Klicke auf Karte. Karte. Es war ja auch groß genug. Absturzstelle, Straße. Sehr gut, kann man über die Karte an die verschiedenen Orte reisen. Ich hoffe es sehr. Was ist passiert? Als ich erwachte, brannten meine Venen, als sei ich vom Blitz getroffen worden. Doch ich erinnere mich an nichts. Meine jüngste Vergangenheit besteht nur aus angsteinflößenden Bildfetzen. Eine Gestalt im Wald, ein witternder Sturm, ein greller Blitz. Ort des Grauens? Meine Hände sind blutverschmiert, doch ich blute nicht. Wessen Blut ist das? Ich hatte ein mysteriöses Verschwinden untersucht, doch meine letzte Erinnerung ist meine Ankunft hier. Das vermisste Mädchen? Wenn ich mich nur erinnern könnte. Die verkohlten Überreste meines Tagebuchs sagen mir, ich war der Lösung sehr nah. Ich muss mein Zimmer in der Pension finden, wenn ich noch einmal über... Was für ein verstörendes Geräusch. Wenn ich noch einmal über meine Beweise gehe, könnte mir alles wieder einfallen und ich kann den Fall wieder aufnehmen.
Seltsame Ereignisse. Ich sah in Rom gekleidete Menschen die Straßen entlang schreiten. Wohin gehen sie? Sollten sie sich nicht um ihre Häuser kümmern oder Hilfe rufen? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ja, das sehe ich genauso. Und jetzt? Ende. Genau. Eine Wildschweinfamilie. Wildschweine, ich muss sie verscheuchen. Okay. Vögelchen. Ein Schlüssel, natürlich. Aus der Batterie tritt Säure aus. Okay. Der Motor ist noch heiß. Ich weiß noch, wie ich im Auto saß, doch an den Unfall erinnere ich mich nicht. Den Schlüssel hätte ich gerne. Kann es sein, dass da gerade jemand vorbeigelaufen ist? Nothing but static. Radio must be broken. Detective, vor 30 Jahren untersuchte ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton das Verschwinden einer weiteren Person in Maple Creek, als er sich selbst in Luft auflöste. Weder Hamilton noch die vermisste Person wurden je gefunden. Ich bin nicht sicher, ob es eine Verbindung zwischen jenem Fall und diesem gibt, doch seien Sie vorsichtig. Viel Glück, Josh Stevens. Ah, der Herr Hamilton. Was noch? Eine Zugangskarte. Da ist sie wieder, die Person. Ich habe es genau gesehen. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ja, dieses Gefühl, beobachtet zu werden, ist begleitet mich momentan ohnehin sehr stark. In Spielen, meine ich. In die Esther geht es mir da ganz genauso. Ja, das war klar, dass sie Unmengen von Zeug in ihrem Kofferraum hat. Ein britisches Pfund, ein Taschenmesser, ein Piratensymbol. Handschellen. Erstmal den Koffer aufmachen. Und wüst rum. Ganz bewusst das Lineal gefunden. Den Anker sehe ich hier. Mal wieder eine Feder. Ein Wischer. Okay. Was sie alles in ihrem Kofferraum hat, die Frau. Erstmal durchlesen. Handschellen. Eine Pillenpalette. Ist es das? Nein. Das? Auch nicht. Eine Ölkanne. Du bist auch... Doch, du bist eine Ölkanne. Genau. Ein Wischer. Wetter? Bist du Wetter? Du bist Wetter. Ein Dollar. Du bist ein Euro. Da ist der Dollar. Was ist denn ein Piratensymbol? Ein Totenkopf? Vielleicht? Hier ist eine... Ach, eine... Da, eine Feder. Die Art von Feder. Ich verstehe. Das ist der Wischer. Das Piratensymbol. Ein Taschenmesser. Kann er wieder zu. Handschellen. Dieser verstörende Vogel oder was auch immer. Das klingt ein bisschen wie ein kaputtes Telefon. Ach, da sind die Pillen. Handschellen, Taschenmesser und ein britisches Pfund. Wie immer einfach mal Wüsteball hinklicken. Da ist das Taschenmesser. Die Handschellen waren aber, nein, nicht mit hier drin. Es kann doch nicht so schwer sein, das zu finden. Ich versage doch sonst nicht so. Wie immer einfach mal wüst rumklicken. Auf die ganzen Symbole hier oben. Ist es ein Donut? Abklebeband? Ein Abklebeband? Sagt man das so? Das klingt so falsch in meinen Ohren. Ah, das waren die Handschellen. Und ein britisches Pfund. Oh Gott, wie soll ich das denn nur finden? Wo ich doch gar nicht weiß, wie es aussieht.
Ich werde mich natürlich weigern, einen Tipp zu benutzen. Hier ist es hoffentlich nicht drin. Ein Croissant natürlich, was auch sonst. Dinge, die man ständig in seinem Kofferraum mit sich rumschleppt. Wir gehen jetzt systematisch einmal alles durch. Ich klicke alles an, was sich mir in den Weg stellt. Alles klar. Das hätte ich auch auf Anhieb so gefunden. Den Bolzenschneider. Gehen wir zurück und schneiden hier eben die Kette durch. Mensch, hier sieht's auch gemütlich aus, finde ich. Schön, gefällt mir. Auch die roten Schuhe. John, wenn du mit den Rohren fertig bist, vergiss die Puppe nicht. Oh Gott, Puppe. Jetzt wissen wir, wer hier nicht die Hosen anhat. Aha. Ein Prediger, wie er im Buche steht. Warum lag dieses Bild vor dem Eingang der Pension? Ja, warum? Schuhe? Die Pension ist während des Sturms teilweise zerstört worden. Ich muss vorsichtig sein. Die Pension. Pension? Oh, kein Wort, dass es Spaß macht, das auszusprechen. Oh Gott, wir gehen nicht in den Keller. Wir gehen nach oben. Dies sind keine Sturmschäden. Die Pension wurde scheinbar nicht instand gehalten. Merkwürdig. Gehen wir nach oben. Auch schön hier. Mensch. Mit krabbelnden Tieren auf dem Boden. Wir haben die zwei. Die Tür ist versperrt und der Raum dahinter scheint eingestürzt zu sein. Solch ein Sprung wäre zu gefährlich. Vielleicht kann ich etwas über die Lücke legen. Naja, jetzt übertreibt man nicht. Die Tür klemmt fest. Ein paar kräftige Schläge sollten jedoch ausreichen. Okay. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter und müssen also doch in den Keller. Juhu. Da war jemand. Ich habe es genau gesehen. Ganz genau gesehen. Es ist zu dunkel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Da war jemand. Ich gehe wieder nach oben. Das macht so keinen Spaß. Ein Aufziehschlüssel, ein Wasserhahngriff, ein Zimmerschlüssel, eine Zugangskarte. Ja, damit sind wir jetzt richtig weit gekommen. Ich fühle mich total vorbereitet und top ausgerüstet. Zur Pension. Direkt schon am Anfang verzweifelt. Ach, wir können noch zum Turm. Das werden wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Eine Eule. Huch. Da flog sie davon, damit habe ich gar nicht gerechnet. Wenn ich etwas nachhelfe, sollte diese Leiter mein Gewicht tragen. Warum müssen wir eigentlich immer alles reparieren? Warum ist immer alles kaputt? Aber sonst gibt's hier nichts. Okay. Sonst noch was? Hier vielleicht? Aufziehschlüssel? Das funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Man kann ja immer mal alles versuchen. Die Wildschweine sind natürlich auch brandgefährlich. Gehen wir wieder hinein. Habe ich hier irgendwas anderes übersehen? Wohl nicht. Bin ich so dusselig? Bitte, ich möchte darauf keine ehrlichen Antworten haben. Huch. Das wollte ich gar nicht. Na gut, ich werde weiter rumrätseln. Und direkt am Anfang, Gott, es ist so peinlich. Muss ich ja zugeben. Diese Geräusche. Das Spiel ist jetzt schon... Naja, ich würde nicht sagen gruselig. Damit würde ich jetzt vielleicht ein bisschen übertreiben, aber... Ja, so ein kleines bisschen
Unheimlich ist es doch. Hier fehlt uns immer noch was. Na gut, dann beende ich die Folge einfach schon. Ich bedanke mich wie immer bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.